Ahu, liebe Schildmeiden-Wikinger, willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Front mit eurem Erik Vikingson und natürlich mit unserer Valkyria. Ich stehe hier gerade am Buggy. Ich habe gestern ja noch ein bisschen was gemacht hier in dieser Mine, wo wir waren. Ja, mit der Schrotflinte testen. Die läuft eigentlich ganz gut. Wir haben noch 52 Patronen. Das ist alles ganz geil. Und ich habe auch schon die Eisenspitzhacke in der Zerre. Was ich heute gerne machen würde, ist ganz klar. Das mit der Aufbewahrungstasche, ich habe keine Ahnung. Wir haben zwei gebaut. Ich weiß nicht, warum es nicht funktioniert. So, wir sollen Winterfutter herstellen. Winterfutter. Das gebe ich jetzt mal kurz hier oben ein. Winterfutter, ob wir das hier finden. Da ist es. Dafür brauchen wir Klebeband, Fasern und Fell. Ich würde mit euch jetzt gerne heute einfach nochmal ein bisschen Aufgaben machen. Ein bisschen nochmal hier in der Base bleiben. Das wäre jetzt mir so ein inneres Blumenpflücken. Und ich würde gern Benzin herstellen, dass wir mit unserem Buggy umherreisen können. Da zeige ich euch dann gleich noch was. Ich habe da nämlich was rausgefunden. Wenn man richtig lesen würde, würde es auch einfach manchmal ganz einfach laufen. Ne? Fell. Wir hatten noch Fell. Ich weiß, dass wir noch Fell hatten. Aber wo hatten wir das Fell? Da habe ich jetzt Leder. Wo habe ich jetzt vergessen? Fell. Da müssen wir jetzt gleich nochmal Fell holen gehen. Ich bin mir jetzt aber gerade nicht sicher. Das ist die Schneiderwerkbank, Ausrüstungswerkbank. Haben wir da das Fell drin? Da haben wir die Taschen drin. Ne? Ich weiß nicht. Haltet einen Platz frei. Kann in Kleidung oder Hose platziert werden. Das Problem ist, ich hau noch Cape. Hose, ne? Halshose. So, wenn ich da... Ach, und dann zieh ich's da rein. Oh mein Gott, Freunde. Manchmal ist man doch eigentlich total blöd, ne? So, dann zieh man... Nee, kann ich sogar nicht nochmal machen. Aber kann ich das vielleicht eventuell sogar in meiner Kleidung hier noch machen? Mal, dann haben wir zwei drin, ne? Und dann haben wir die Aufgabe doch, glaube ich, auch abgefüllt, oder? Und haben mehr Stack, ja, guck mal, zwei Stackplätze mehr. Und wir haben, so, pass auf, Winterfutterkleidung. Wir brauchen noch mal Leder, so wie das aussieht, oder Fell. Wo war ich denn jetzt drin, ne? Halleluja. Haben wir kein Fell mehr? Dann müssen wir jetzt noch mal schnell Fell holen gehen. Das könnten wir aber auch gleich noch machen. Dann gucken wir mal, wie sich, das ist das Steinmesser, ne? Wie sich das Ganze verhält mit der Schrotflinte und den Schweinen. So. Wir gehen das erstmal durch, ne? Wir haben da Verband herstellen. Das machen wir dann später. Biestfalle herstellen. Das sind die Abwehrkräfte. Stacheldraht herstellen. Da kommen wir dann in die Fallengeschichte. Da würde ich aber heute noch nicht losgehen. Würde ich morgen machen. Wir gehen jetzt erstmal kurz bei den Schweinen nochmal Hallo sagen. Und ich würde sagen, dann holen wir uns jetzt auf jeden Fall noch mal ein bisschen Fell. So. Benzinherstellung steht bei mir ganz oben. Ich möchte mit dem Buggy umher. Ich möchte mit euch das erste Mal umherreisen. Das ist schon mal ganz wichtig, dass wir auch mal ein bisschen hier wegkommen. Und so weiter und so fort. Dann würde ich morgen in der Folge gerne die Fallen installieren, dass wir nochmal neue Fallen bauen. Holat nach. Da haben wir ein Schwein. Mal gucken, was die aushalten. Ja. Zwei Schuss und dann haben wir das unten. Dann nehmen wir uns das gleich noch mit hier. So, awesome. Das ist doch besser als mit Pfeil und Bogen so interagieren. Ne? Dafür würde ich aber sagen, dann brauchen wir demnächst auch einfach mal eine Pistole. Dann sollten wir uns die als nächstes dann schon mal zusammenschaffen. So, Fell ist da. Dann können wir jetzt gleich das Winterfutter schon mal zubereiten. Den Ofen will ich bauen. Und ich will die ganzen Werkbänke in die zweite Etage bringen. Das ist mir zu viel da unten. Dass wir unten das Lager haben, das ist in Ordnung. Das sehe ich auch ein. Aber das mit den Werkbänken wird mir zu viel. So, warte mal, ich will da kurz das hier bauen. Das einmal das Winterfutter herstellen. Dann haben wir das auch schon. Und ich glaube, das kommt dann auch in die Kleidung. So, dann laufen wir kurz nach Hause. Und nehmen wir jetzt noch mit hier. So. Und ich hoffe halt wirklich, das funktioniert mit diesem Radius, ne? Dass wir den direkt hier platzieren und die dann hier so reinrennen, wie wir jetzt gerade. Das wäre schon mal ganz geil. So, Winterfutter ist fertig. Wir haben neue Scherben gekriegt. Jetzt gucke ich kurz, was wir damit machen müssen. Das muss auch in eine Hose rein. Dann würde ich sagen, bauen wir das jetzt gleich in die Hose ein. Das
ist das da durch. Und dann haben wir das drinne. Und dann haben wir die Aufgabe für uns auch abgeschlossen. Ne? So, machen wir das mal hier. Auswurffalle herstellen. Verstärkung der Gebäudeverteidigung. Auswurffalle. Das wäre die. Es sieht aus wie ein Holzboden und kann eine Kreatur darauf läuft, wirft sie zurück. Gut. Das machen wir morgen in der Fallengeschichte. Wärmender Verband, das können wir auch morgen machen. Biestfalle ist auch morgen. Kautschuk herstellen 5 von 5. Leder herstellen 10, 4 von 10. Leder mache ich hier drin. Lass mich kurz gucken. Nee, dann machen wir Leder, glaube ich, in der... Boah, das ist jetzt wieder wichtig. In den Basteltisch. Ich muss kurz gucken. Da machen wir es nicht, weil das ist auch der Waffentisch. Im Basteltisch stellen wir Leder her. Dann machen wir das Ganze da rein. Und stellen jetzt einfach nochmal, wie viel sollen wir herstellen? Dann haben wir das gleich gemacht, nochmal 6 Leder. Dann haben wir die Aufgabe auch abgeschlossen. Und ich nehme jetzt mal oben diese Flachbausteine hier. Die haben wir nämlich schon, habe ich nämlich schon vorbereitet. Setzen wir die hier auf. Und das Lasso habe ich jetzt oben gelassen, aber das ist nicht schlimm. So. Warum setzen die sich immer zurück? Es ist mir jetzt aber auch gerade egal. Ich muss das immer wieder anhitten dann, ne? So, pass auf. Also, 7. Ne, die 6, jetzt hast du... Ja, kannst du ruhig essen. Kein Problem, Balki. So, dann brauchen wir die Dinger hier. Dann machen wir die noch zu. Zack, zack. Hier geht nicht. Weil da ist die Treppe. Oh, ich finde das gut, dass du das halt so machen kannst, ne? Dass du nur eine Struktur hast und nicht unzählige bauen musst. Das finde ich schon mal ganz geil. So, dann ist das nämlich zu. Und jetzt kommt natürlich das Nonplusultra. Ich glaube, hier muss ich dann immer diese Dinger dran bauen. Weißt du, dann haben wir nämlich einfach hier unsere Werkstatt und den ganzen Graben drinnen. Und dann können wir uns bei unten das Lager einrichten, weil wir ja eh erstmal alles runterbringen. Und oben können wir dann von mir aus in die Produktion reingehen. Das ist auf jeden Fall geiler, als da jetzt rumzueiern. Und das passt genau so, wie es passen soll. Und damit ist das Ganze schon zu. Siehst du? Perfekt. Ich mache das dann natürlich offline. Das runterpacken und so weiter und so fort. Das müsst ihr jetzt nicht mal angucken. Nur, dass ihr es jetzt schon mal gesehen habt, so und so zu funktionieren. Und dann können wir hier auch die Lager und so weiter herstellen. So, das nehme ich mir wieder mit. Das kommt jetzt auch erstmal rüber. Das kommt erstmal jetzt hier rein. So. Und das kommt hier unten drauf. Dann will ich bauen den Herd. Den Herd geht nicht, weil für den Herd brauchen wir was ganz Bestimmtes. Ne? Die Filtermaschine, die war jetzt wichtig. Da brauchen wir die kleinen Teilchen. Dann müssten wir eigentlich heute nochmal losgehen und kleine Teilchen suchen. Oh. Haben wir überhaupt noch kleine Teilchen? Und wenn ja, wo haben wir die? Die haben wir, glaube ich, im Buggy, ne? Zeig mal kurz. 4 Stück. Gut. Alles klar. Den Tauwassersammler sollen wir auch herstellen. Einen Holzstuhl und einen Holztisch. Das lassen wir jetzt erstmal kurz weg. Ja, dann gehen wir jetzt nochmal kurz zu unseren Freunden hier. Das wollte ich mir mal kurz anfangen. Einfacher Störsender. Dieses Gerät nutzt die durch Ätherscherben erzeugte schwache Kopplungsinterferenz, um das Signal des biologischen Kontrolls zu blockieren und es nicht nutzbar zu machen. Wodurch Kreaturen freigelassen und als deine Partner... Ach, das ist ein Taming-Ding. Oh, Leute. Dann gehen wir jetzt nochmal rüber in das zur Zuckerfarm. Und dann versuchen wir da mal einen zu tamen. Ich glaube, das ist dann das Ding. Wenn die dieses Halssymbol da haben. Warte mal, das Zeug haben wir doch alles da. Lass uns da mal welche bauen von. Um einfach mal zu testen, ob wir heute dann vielleicht doch schon mal einen getamed kriegen. Ich hatte doch hier irgendwo noch das Zeug, oder? Das hier, glaube ich, nur reingeräumt, ne? Hier noch irgendwo? Ja, guck mal. Wie viel wollen wir da bauen? Ja, ich habe Leibwaren rausgenommen, Idiot. Entschuldigung.
Es sah jetzt gerade aus wie Eisenbahnen, ne? Die haben wir draußen liegen, ne? Da kann man her. Oder habe ich hier noch irgendwo welche drinne? Ich muss das wirklich jetzt mal koordinieren. Ich muss mir da jetzt mal Zeit nehmen. Da haben wir 3 Stück. Die werden aber nicht ganz reichen. Wir brauchen, glaube ich, mehr, ne? Ja. Einen bauen wir uns schon mal. Komm mal her. Einen bauen wir uns schon mal. Ich würde sagen, wir nehmen hier auch noch mal mit. Dann haben wir 10. So, 3 Stück können wir bauen. So, die bauen wir unterwegs. Wir braten uns jetzt kurz mal noch mal ein bisschen Fleisch ab. Ich hoffe, da ist jetzt noch ein bisschen Holz drin. Wenn, dann holen wir jetzt schon mal Holz. Und dann gehen wir mal los und dann gucken wir mal, ob wir da so einen Volksmenschen. Ach, guck mal. Wir haben sogar Sachen hier. Das packen wir hier kurz rein. Holz hole ich jetzt gleich. Das bleibt da drin. Und dann gucken wir mal, dass wir noch Teilchen kriegen, dass wir eventuell diese Filtermaschine da noch bauen können. Dann würde ich die auch direkt neben unsere Werkstatt da hinten bauen, also wo die Autos und Buggys hergestellt werden. Halt, muss da oben rein transferieren und alles ausführen. So. Denn ich denke, wenn du die tamen musst, dann werden die auch was fressen wollen. Also würde ich jetzt mal stark davon ausgehen. So, das lasse ich mir auf der 8 drinne. Und wir haben 2 Stück. Hier, den hat er. Ach ne, den baut er gerade. Okay, passt. So, 3 Stück reichen. So, jetzt gucke ich kurz hier rein. Da hat er nochmal 8 gebaut. So, gehen wir los. Gehen wir los. Mal gucken, ob wir das hinkriegen, weil dann haben wir ja die Leute, die dann im Endeffekt dort bauen, ne? Aber ich muss halt überlegen, wo wir die Teilchen hergekriegt haben. Wie repariere ich das eigentlich? Mit Eisenbahnen und Seil. Ein Seil habe ich, dann kann ich die dann auch noch reparieren, ne? Ich repariere die jetzt gleich, dann ist es durch. Lecker. So. Ja, mal gucken, ob wir da drüben dann jetzt mal so eine Kreatur gezähmt kriegen. Das wäre ja mal ganz geil. Ich nehme natürlich die Mülltonnen hier mit. Vielleicht kommen wir dann wirklich in die Herstellung, was Benzin angeht. Das wäre natürlich überragend cool. So, wir machen auf jeden Fall hier mit mehr Damage. Benzin haben wir. Teilchen. Jawohl, guck mal. Dann sind es nur noch 4, ne? So, die Scherben nehmen wir auch mit. Lass uns einfach mal gucken. Ich weiß halt jetzt nicht genau. Die sterben ja bei 3 oder bei 2 Schüssen. Wann das Ding einsetzt. Wir müssen den auf jeden Fall erstmal weglocken. Zu uns rüber. Das würde ich jetzt probieren. Seid ihr da? Ihr seid da, ne? Dann würde ich probieren, dass wir den hier zu uns locken. Ist gerade gar. Ist überhaupt keiner hier? Da ist einer. Guck mal. Ah, du Idiot. Wo kommst du her? Naja, gut. Weizen hat er mitgebracht. Was war das jetzt für ein Hüpfer dort hier? Bin ich erschrocken, ey. Das Zeichen braucht man. So. Jetzt auf die 8, glaube ich. Es hat so nicht funktioniert. Ich glaube, der muss mehr Damage kriegen, oder? Jetzt nochmal probieren. Jetzt. Okay, der Chaos-Mod ist oben. Jetzt brauchen wir Rucksack. Seinen Rucksack. Und jetzt hat er doch hier oben sein Lieblingsessen. Die Steaks. Die gebe ich ihm jetzt alle rein. So, jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Er sollte jetzt eigentlich fressen. Und dann müsste das Gehorsam nach oben gehen. Und abbauen tut sich der Chaos. Das Ding ist, der Chaos geht richtig schnell runter. Oh wow. Wie kriege ich den Chaos nach oben? Indem ich dich boxe?
Nee. Warum frisst du nicht? Okay, der frisst gar nicht, ne? Er hat's aber drinne. Sättigungsqualität auf 3. Das ist sein Lieblingsessen, ne? Ja. Obstkuchen oder die wilde Frucht, die Fähigkeiten. Und da kann ich ihn dann leveln anscheinend. Aber wir haben immer noch 23 drin und er frisst nicht. Doch, er hat gebrannt. 3%! Ach du Scheiße. Oh Leute, wir gucken mal. Ich weiß halt nicht, wie ich das Chaos-Zeug hochkriege, ne? Das steht hier ja leider auch nirgendwo. Ich glaube, da muss ich ihm irgendwas reinpacken, was ihm mit Chaos noch gibt. Aber das Chaos geht halt extrem schnell runter. Ja, wir gucken mal. 6% hat er jetzt. Er hat auf jeden Fall gefressen. So macht man es eigentlich. Aber ich glaube, da werde ich noch mal ein bisschen... Da werde ich noch mal ein bisschen an was rumschrauben. Wo habe ich das jetzt kaputt gemacht? Oh. Okay. Ich glaube, da brauche ich dann irgendwelche Getränke. Was ist denn das für ein Krabbler dort? Der Allzweckkorb. Mal so Zeug drin. Gut. Ich mach den mal kurz weg hier, den Grappler. Boah, ist der schnell. Oh, wow. Oh, und der macht Damage. Also ich hab krieg Damage von dem, aber richtig böse, ne? Der hat aber auch geilen Loot einstecken. So. Jetzt sind wieder ein paar mehr da, ne? Das ist ja geil. Och Mensch, Mädel. Das gibt's doch nicht, du. Okay. Krass, 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 krass. Aber ist alles gut. Wir gucken gleich mal, wie es dem Typen geht. Es kann auch sein, der Molotow-Cocktail. Geil. Eine Banane. Oh, wir müssen auch die Beta aufstellen. Ey, es gibt so viel zu tun in dem Game. Du kommst doch gar nicht hinterher. Das ist doch krass. Da oben ist auch noch eine Omi. Hast du Kreuzleiden? Soll ich die erlösen? Ja, oh. Ey, Polymer. Ey, wir müssen halt auch zusehen, dass wir die Fallen aufgebaut kriegen, weil ich glaube, du kriegst diese richtig geilen Sachen. Die kriegst du halt nur durch diesen Kampf da gegen die Zombies, ne? Das ist ein Hinterhältiger. Aber so was von hinterhältig, wie du da jetzt gestanden hast. Ey, ich hoffe, dass wir den getamed kriegen da unten. Glaube ich aber ehrlich gesagt gar nicht. So. Der hockt auf jeden Fall, glaube ich, noch da unten drin. So, jetzt brauchen wir nochmal Maschinenteile. Da kommt einer. Da kommen ganz viele. Weg, 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 weg. Ich geh mal drauf. Alter Schwede. Oh nee. Oh, wir sind aber Gott sei Dank hier. Ey, der erste tot.
mal, Mutti, geht's dir nicht ganz gut? Er ist mal gestorben, ach, das gibt's doch gar nicht. Aber die kam aber. Oh, hier, guck mal. Automatische Maschinenpistole. Ist halt auch sehr dunkel gerade, ne? Der sitzt aber noch immer da hinten drinne in seinem Häufchen. Ich weiß halt nicht, wie der Chaos. Ob der Chaos das ist, dass er dann sich wieder befreit oder ob da auch irgendwas. Die letzten. Das hätte ja nicht witzig. Ja, guck mal, wie die kommen sofort wieder hier. Ey, das ist so eine never-ending Story. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Gehen die Dinger weg? Ja. Ich glaube, wir haben jetzt alle Teilchen. Also wir können die Benzinherstellung angehen. Ich guck mal bei dem ersten Taming-Versuch, wie man da jetzt aussehen. Die habe ich nämlich noch nicht geholt. Ich glaube, jetzt haben sie sich aber wieder auf jeden Fall geschmeidig eingebaut. Ey, wir haben guten Loot gekriegt, ne? Das gucken wir uns gleich zu Hause an. Nee. Siehst du das? Jetzt weiß ich es nicht. Wenn wir nochmal... Okay, den kriegst du nicht mehr. Ich weiß halt nicht, ob unser Fleisch da jetzt noch drin. Ja, das ist sogar drin. Aber er hat gut gegessen, guck mal. Aber da muss es eine Möglichkeit geben, dass wir die einfacher tamen können. Oder wir müssen uns halt erstmal leichtfüßige holen. Das ist aber nicht schlimm. Ich esse jetzt mal kurz den Apfel. Vielleicht gibt es ja Apfelkerne. Leider nein. Ich esse natürlich Fisch. Oh, aber der Aspekt mit dem Taming, der ist richtig cool, ey. Der ist mal richtig nice. Wir können jetzt auf jeden Fall den Benzintisch anhitten. Der erste Taming-Versuch ging natürlich fail. Da muss man gucken, wie wir das Chaos nach oben kriegen von denen oder wie das oben bleibt. Da würde ich mal gucken, ob wir da irgendwas finden. Warte mal, lass uns mal kurz in die Technologie reingucken. Wir stehen ja jetzt gerade hier. Wo haben wir denn diese Störsender? Die muss es ja hier irgendwo geben. Hier können wir auf jeden Fall mechanische Teilchen selber herstellen. Dann würde ich das sogar schon mal lernen. Und wir haben den Schmiedetisch gelernt, dass wir den noch gar nicht kannten. Ne? So, Gebäude, da ist es nicht. Fahrzeuge, da wird es auch nicht sein. Hier können wir sogar schon auf das Kamel gehen. Das ist auch ein Auto. Aber ist erstmal unwichtig. Versorgung. Oder hat man den von vornherein schon frei? Technologie. Da. Einfacher Störsender. Regenwassergeschichte. Na, schwierig, ne? Da eine Möglichkeit gibt, dass wir... Vielleicht musst du dem halt auch... das absolut geile Essen dann halt auch geben, ne? Guck mal hier. Fermenter. Der Obstkuchen. Wilde Frucht. Zucker und Mehl. Da machen wir ja Zuckerrohr, ey. Das müssen wir halt alles... Wir müssen uns da jetzt mal Stück für Stück ran tasten an die ganze Geschichte. Es ist extrem viel. Das ist gar nicht mal so schlimm. Ich würde sagen, wir kümmern uns trotzdem morgen in der Folge um Benzin. Wir kümmern uns definitiv morgen um die Folge um die ersten Fallen. Hier gehen wir kurz rein, weil ich denke mal, hier haben wir schon wieder ein bisschen Fleisch übrig. Sehr, sehr nice. Ich räume das jetzt weg. In der Zeit, wo es jetzt hier dunkel wird. Ich baue das schon mal alles nochmal neu auf. Bring das alles hoch. Ich fände es halt geil, wenn man es aufheben könnte, ne? Dass wir es halt nicht 18 Mal neu bauen müssen. Aber wir haben die Materialien da. Und das würde ich jetzt machen. Ja, dann hole ich euch morgen ab, wenn wir oben in der Werkstatt sind. Hier muss ich kurz reingucken. Das darf ich echt nicht vergessen. Das vergesse ich meistens. Und gebe hier die Materialien preis, dass wir hier wieder geschützt sind. Ansonsten läuft es eigentlich ganz gut. Die Steinwand, wir gucken kurz nach der Haltbarkeit. Da ist raus von 3000. Das passt und dann werde ich hier unten das Lager einräumen. Dann werde ich versuchen, dass wir hier hinten Schilder dran glitschen können, dass wir sehen, was ist wo drinne, damit ich auch selber weiß, ey, was ist wo drinne, ja, und so weiter und so fort. Den Basteltisch, den muss ich halt dann leer räumen. Das kriegt man aber auch alles hin. Ich würde aber gern schon den ersten Basteltisch bauen. Und der ist wo gewesen? Der ist gar nicht hier, sondern der ist hier. Den baue ich jetzt schon mal.
So, dann haben wir den. Dann kann ich den oben hinstellen und dann räumen wir das Ganze ab. Mauern und so weiter habe ich, glaube ich, auch noch hier gebaut gehabt. Diese Tier 72 kriegen wir es oben schon mal zu. Und dann passt es schon mal. Ihr Lieben, dann danke ich euch fürs Zusehen. Hat Spaß gemacht. Erster Taming-Versuch ging fehl. Ich glaube, den zweiten kriegen wir auf jeden Fall hin. Das schaffen wir schon. Wir müssen halt gucken, wie wir den Chaos-Modus da oben halten. Und dann kriegt man das hin. Morgen geht's Benzin bestellen, Fallenherstellung. Und vielleicht zum Ende der Folge fangen wir gleich an, die erste Welle nochmal zu rufen. Ich denke, da wird noch nicht so viel kommen. Aber dann gucken wir, ob sie sich verhalten und wirklich auch dahin gehen, wo ich das möchte. Danke fürs Zuschauen. Hat Spaß gemacht. Bis morgen. Tschüss.